Moin zusammen. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum in meiner Werkstatt ein Bier steht. Ich kann euch beruhigen, es ist ein alkoholfreies Bier. Es ist ein Tobi-Ebel-Bier. Aber es geht nicht ums Bier, sondern es geht um das, was ich dafür gebaut habe. Und zwar habe ich einen Flaschenöffner gebaut. Ein Flaschenöffner ganz einfach aus zwei Unterlegscheiben, aus ein wenig Hartholz. Ich weiß nicht ganz genau, was für ein Holz es ist, aber ich glaube, es ist irgendwie Wenge oder Bankierei. Auf jeden Fall habe ich dadurch da einen ganz einfachen Flaschenöffner gebaut. Er sieht fast noch ein bisschen schick aus, könnte man sagen, er sieht fast edel aus. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was ihr von meiner Idee haltet. Ich habe mir so ein bisschen die Inspiration von Pinterest geholt. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, Prost und viel Spaß beim Video. Ihr seid ganz klar im Vorteil, denn ihr wisst schon, was es wird. Also ich habe mir gedacht, als ich mir durch eine Facebook-Gruppe bin ich sehr günstig an dieses sehr schwere Holz gekommen. Ich habe keine Ahnung, was ist. Ich schätze mal, irgendein Tropenholz. Sieht auch teilweise ganz schön abgerockt aus. Guckt euch mal an. Ja, ich habe es in unterschiedlichen Farbtönen. Ich habe keine Ahnung, ob es vielleicht Bankierei oder irgendwas ähnliches ist. Ich habe gedacht, was mache ich damit? Dann habe ich noch gesehen, ich habe noch so ein paar dicke, fette Unterlegscheiben. Wie gesagt, mach so Flaschenöffner draus. Andere YouTuber, zum Beispiel wie der Kreativbär, haben schon solche Sachen gemacht, aber ich habe da eine ganz andere Idee im Kopf. Mal gucken, ob ich es so umgesetzt kriege. Ihr habt ja schon wahrscheinlich dann in der Einleitung gesehen. Ich habe es vielleicht hingekriegt, mal sehen. Aber ich fange einfach mal an. Ich habe keinen Plan. Habe ich überhaupt keine Idee entwickelt. Ich habe bei Pinterest ein Bild gesehen, was mir gefallen hat. Das ist auch mal nachzubauen. Also ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. So, ich glaube, wir fangen erstmal an, das ein bisschen handlicher zu machen. Erstmal ein Stück absägen. Also ich habe mir sowas gedacht wie mehrere Schichten. Zwei Unterlegscheiben einfassen in die Schichten, dass man quasi wirklich nur eine Kante von der Unterlegscheibe sieht. Und dass der Zwischenraum zwischen den Unterlegscheiben quasi der Flaschenöffner ist. Mal sehen, ob das klappt. Ich werde als Deckschicht werde ich das dunkle Holz nehmen und als mittlere Schicht das helle Holz. Ja, ich werde mir das mal zusägen. Mal gucken, wie breit das werden muss. Also die Unterlegscheibe ist 2. Oh, wie ist denn das? Mal gucken, wie breit die ist. Mal gucken. Ein Außendurchmesser von 2,75. Oh, 2,75. Mal gucken, wie viel Überstand lassen wir links und rechts. Ich würde sagen, das ganze Ding wird 5 cm. Also sinken wir erstmal 5 cm ab und dann müssen wir es noch in der Dicke abändern. Gehen wir mal los. So, erstmal sehe ich an meinem Schiebeschlitten eine saubere Kante runter. Schiebeschlitten habe ich auch gerade gebaut, verlinke ich euch mal oben im Eck, dass ihr euch das vielleicht auch mal angucken könnt. Ich sehe erstmal sauber runter. Echt keine Ahnung, was für ein Holz das ist, aber es ist mega dicht. Also echt auch extrem massiv. Auch wenn ihr euch das andere Stück anguckt, schon ganz geil. Naja, versuchen wir mal erstmal das Ding. Ich habe mich für 15 Meter Dicke entschieden. Oder besser gesagt 15 Meter Breite. Also nehme ich hier meinen Anschlag, den ich mir auch gerade gebaut habe, für meinen Schlitten. Den verlinke ich euch auch mal oben im Eck. So, 15 Meter haben wir gesagt. Dann müssen wir die ganze Säge mal ein Stück darüber rutschen, weil wir hier auf der linken Seite nicht genug Platz haben. Aber ist ja kein Thema. Dafür habe ich es ja alles so, dass man das alles bewegen kann. So, jetzt mal schön hier hin. Ist tatsächlich immer noch zu knapp, muss noch weiter rüber. Jetzt soll es passen. So, hier ist die saubere Kante, die können wir schön als Anlegekante nehmen. Jo, jetzt legen wir es mal 5 cm runter für beide Bretter. So, die beiden Klötze sind schon mal fertig. Müssen wir die jetzt nur noch ein bisschen dünner machen, wa?
Aber ich habe mir gedacht, ich mache die auf die Dicke der Unterlegscheiben. Ich weiß gar nicht, wie dick die sind. Mal gucken. 3 mm. Heißt, ich mache die genau 3 mm. Hier nehme ich natürlich meinen Anschlag für. Dann wird es hoffentlich ziemlich genau. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Mein Nachbar sitzt gerade im Auto mit Freifahrtrichtung. Ich kann alles mitkriegen. Naja, ist kein interessantes Gespräch, sage ich euch. Selbst um es mal so runterzulegen, ist natürlich ein bisschen bescheiden, weil es echt eine knappe Kante ist. Darum nehme ich mir ein Stück Holz und halte das dagegen, anstatt dass es mir irgendwie die Finger verletzt. Und einfach hier so ein Stück Restholz, drücke das ordentlich gegen den Anschlag und habe meine Hand eben schön mal 2 cm entfernt vom Sägeblatt. So, Absaugung an und los geht's. Ist doch ganz gut geworden. Ich muss kurz mal überlegen, ob das so richtig war, wie ich es gemacht habe. Aber mal gucken. Jetzt habe ich natürlich so die Faser. Eigentlich wäre besser, wenn die so laufen würde. Weil jetzt ist es, ob das nachher den Druck aushält, eine Flasche zu öffnen. Aber wir probieren es einfach aus. Mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht, ne? Auf jeden Fall, der Schnitt ist sehr gut geworden. Und hier ist genau das passiert, was ich eigentlich mit gerechnet habe. Es bricht so. Ich muss also das Holz anders sägen, damit es eben in dieser Faserrichtung ist. Naja, machen wir es nochmal. So, jetzt sägen wir es zweimal runter. Einmal das helle, einmal das dunkle Brett. Da ich wirklich keinerlei Ahnung habe, was für ein Holz das ist, vielleicht könnt ihr mal eure Tipps äußern in den Kommentaren. Also ich denke, es ist Bankierei. Das helle könnte vielleicht auch Buche sein, aber ich bin mir da echt nicht sicher. Ich war ganz spannend. Super hart. Fast wie Kunststoff. Ja, jetzt sägen wir es mal so runter. 5 cm. Auf die Faserrichtung achten. So. Ich finde es aber ganz interessant, dass ich auf jeden Fall geht es mir so beim Basteln immer merke, was mir in der Werkstatt fehlt. Also eins meiner nächsten Projekte wird auf jeden Fall so ein Niederhalter werden. Das ist deutlich sicherer, kleinere Teile an der Kreissäge zu sägen. Jetzt haben wir das so. Und hier kommen die ja nachher so rein. Ich glaube, ich habe das jetzt lang genug gemacht. Das ist auf jeden Fall ein handliches Stück. Sägen wir es mal runter und dann mal gucken. Schon mal gut funktioniert und es ist stabil. Jetzt habe ich so 3 so schmale Brettchen. Jetzt muss hier irgendwie ein Rechteck rein und dann kommt ins helle Brettchen, also das mittlere Brettchen, kommen dann die 2 Scheiben eingefasst, dass quasi die dann nur so rausgucken. Dann kann man in der Mitte zum Aufhebeln einen Kronkorken öffnen. Ich hoffe, das ist so geht, wie ich mir das vorstelle. Ich mache es einfach mal, wenn nicht. Eine Erfahrung mehr, ne? So, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ein Kronkorken ist ca. 32,x mm breit. Weiß ich, mache hier dann 35 mm Rechteck rein. Das haben wir auf jeder Seite. Guck mal, das ist jetzt knappe 5. 35, also bleiben wir irgendwie 8 mm auf jeder Seite. Ich hoffe, dass das rausreicht, um noch genug Stabilität zu bringen. Wenn nicht, war es ein Projekt für die Katz. Ne? Los geht's. Machen wir das mit Klebeband einmal umwickeln. So, das jetzt mal zusammen. Wir sollen ja so da rein. Wie viel Platz wir für Kronkorken brauchen. Wie viele Millimeter haben wir hier? 1 Zentimeter, ne? Ein Zentimeter muss ungefähr Platz sein zwischen beiden. Und dann sollte das hinhauen. Erst so wieder einfach mal in die Ecken Löcher zu bohren, damit ich an der Stichsäge arbeiten kann.
Dann lasse ich es hier eingespannt und versuche mit der Stichsäge hier so ein grobes Rechteck oder Quadrat reinzubekommen. Und das mache ich dann mit der Feile. Mal gucken, ob wir es so überhaupt sehen können, ob wir es umspannen müssen. Mal von unten gucken, wo die Löcher laufen. Aber eigentlich müsste ich da gut sägen können, wie ihr seht. Mal gucken, ich mache es einfach mal. Das ging noch ganz gut. Sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Mal schauen, ob wir es so sauber bearbeitet kriegen. Das ist schon echt. So dünnes Holz zu bearbeiten, als daraus so hartes Holz zu bearbeiten, das neigt dazu, echt zu zerbrechen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich würde tatsächlich sagen, gar nicht so schlecht geworden. So, jetzt soll ja die Scheibe hier so rein versenkt werden. Also ich lege sie mir einfach mal so hin, markiere mir den Mittelpunkt und versuche mal mit dem Forstnerbohrer da so viel wegzunehmen oder quasi wegzubohren. Mal gucken, ob es bricht oder nicht. Ja, da muss ich rein. Dann schauen wir mal. Das ging auch ganz gut. Ja, so soll das fertige Produkt aussehen. Ne? Also quasi unten eine Platte, in der Mitte die Scheiben. Die werde ich jetzt mit Kontaktkleber da reinkleben. Da oben eine Platte drauf. Und dann sieht man das quasi nur noch so. Und dann ist das fertig. Natürlich schön, dass es gleichmäßig ist. Dann soll das eigentlich so funktionieren. So, die Unterlegscheiben habe ich jetzt schon mit Kontaktkleber ordentlich festgeklebt. Wie ihr seht, sind richtig fest. Jetzt will ich natürlich noch das darauf leimen. Und das Mittelstück. Und dann nach oben drauf leimen. So. Nein, so. Ja, das mache ich jetzt mit ganz normalen Holzleim. Danach muss natürlich noch ordentlich geschliffen werden, da ist es eigentlich fertig. Ich bin mit dem Ergebnis nicht hundertprozentig zufrieden, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe mir da schon ein bisschen sauberer vorgestellt, aber mir fehlt irgendwie eine Idee, wie ich diese Kanten innen besser hinkriege. Vielleicht bringt ja der Weihnachtsmann mir einen Dremel oder so. Dann kann ich ein bisschen besser solche Sachen machen. Das war schon ganz schön aufwendig mit Pfeil und Raspel und ja, das war es eigentlich, Pfeil und Raspeln. Naja. Jetzt leimen wir das zusammen und dann sollte das eigentlich auch funktionieren, was ich mir vorgestellt habe. Jetzt über Nacht trocknen, wird es morgen geschliffen und dann ist das Prachtstück fertig. Bin gespannt, wie es aussieht am Ende. So, nun ist das getrocknet. Jetzt können wir mal die Zwingen lösen. Mal gucken, ob das so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur schleifen und dann müsste es fertig sein. Ne? Mal kicken. Ist nicht perfekt geworden, muss ich ehrlich zugeben, aber ich denke, man wird seinen Zweck erfüllen. Von der einen Seite schöner als von der anderen Seite. Aber ich glaube, die Idee ist ganz cool. Ich werde es, glaube ich, nochmal bauen. Und dann deutlich darauf mehr achten, dass es viel sauberer gearbeitet ist. Aber es war auch immer mein erstes Mal mit hartem Holz. Also ich werde es mal schleifen und dann werde ich es mal ausprobieren. Dann könnt ihr mir mal in den Kommentaren eure Meinung schreiben. Und mir vielleicht mal Tipps geben, wie ich das beim nächsten Mal vielleicht deutlich sauberer hinkriege. Erstmal schleifen. So, also schleifen. Das wird jetzt noch ein bisschen geölt und dann ist es fertig. Und dann müssen wir ausprobieren, ob es auch funktioniert. Und dafür das ganz einfache IKEA-Öl, dieses für Schneidebretter. Kostet wenig und sehr ergiebig und echt gut. Mache ich ein bisschen Öl drauf, damit es auch wieder schön zur Geltung kommt.
Vielleicht das überschüssige Öl wird abgestrichen. Dann sieht das Ding auch richtig geil aus. So, jetzt ist das fertig. Ne, glänzt schön. Hat eine geile Haptik, fühlt sich gut an. Das Einzige, wie gesagt, was mich stört, ist, dass ich nicht genau die Mitte getroffen habe hier im Ausschnitt. Und dass die nicht parallel sind. Also hier könnte ich definitiv, wenn ich das normal baue, deutlich besser arbeiten. Aber ich glaube, die Idee ist gut. Es ist auch echt stabil. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, wie ihr seht, ich habe hier extra mal so einen Kühlschrank mitgebracht, ein Tobi Ebel Bier. Probiert einfach mal aus, hier also unterhaken.